Hallo und willkommen, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt fleißig geübt. Denn wir fangen heute mit einem neuen Thema an, und zwar Ismu Maf'ul. Ismu Maf'ul ist die Passivform. Fangen wir sofort an. Wir haben hier ein Verb, was drei Buchstaben hat. Wenn ein Verb drei Buchstaben hat, wie zum Beispiel Shariba, trinken, so wird aus ihm Mashrub, Getrunkener, das Getrunkene. Also das Getränk. Jetzt, was haben wir gemacht? Wir gucken hier weiter. Shariba ist ala wazn, auf der Waage, von fa'ila. Shin zu fa, ra zu ein, ba zu lam. Okay, auf der rechten Seite haben wir von Shariba Mashrub gemacht. Wir haben den Mim hinzugefügt und den Waw. Genauso wie bei Maf'ul. Genauso wie Maf'ul ist, haben wir aus Shariba Mashrub gemacht. Auf der gleichen Waage. Ala nafs al-wazn. Okay, das ist, wenn ein Verb drei Buchstaben hat. Sagen wir mal, wir haben ein Verb, was vier Buchstaben hat, wie zum Beispiel anzara. Anzara ist ala wazn af'ala. Was machen wir da? Was warnen bedeutet. Was machen wir da? Wir gucken die Gegenwartsform. Und die Gegenwartsform von anzara ist yunziru. Yuf'ilu. Ala wazn yuf'ilu. Okay, jetzt müssen wir noch einen Schritt machen. Oder noch zwei Schritte. Der nächste Schritt ist, dass wir aus dem Verb, der in der Gegenwart ist, und aktiv ist, glaube ich, passiv machen. Und dafür muss der erste ein Dhamma haben und der vorletzte ein Fetha, also Und deswegen wird aus Yunziru Yunzaru werden. Ala wazn auf der Wege von Yuf'alu. Okay, jetzt, genauso wie in den anderen Unterrichten, in den letzten Unterricht, was wir bekommen haben, fügen wir anstatt ja ein Mim hinzu. Und dann wird es Munzar, der Gewarnte. Ala wazn Mufal. Okay, das ist ein Verb, was vier Buchstaben hat. Gucken wir jetzt ein Verb, was fünf Buchstaben hat. Wie zum Beispiel Intazara. Er hat gewartet. Oder er wartete. Oder das Warten. Ala wazn Infa'ala. Jetzt, was haben wir gesagt? Wenn ein Verb mehr als drei Buchstaben hat, also vier oder mehr, dann machen wir immer diese gleiche Taktik. Also von der Vergangenheit zur Gegenwart, von der Gegenwart zum Passiv und dann nachher zum Passivnamen. Also, intadhara wird zu yantadhiru. Yantadhiru. Was ala wazn yanfa'ilu ist. Jetzt zum Passiv. Der erste ein Dhamma und der vorletzte ein Fetha. Und somit wird aus yantadhiru yuntadharu. Yunfa'alu. Ala wazn yunfa'alu. Und dann fehlt das letzte, und zwar der erste Buchstabe, der ja, wird zu einem Mim. Und dann nachher haben wir muntadharu. Munfa'alu. Also, was der Gewartete, auf den man gewartet hat, eben heißt. Jetzt ein Verb und der letzte Verb, der ein, sechs Buchstaben hat. Wie zum Beispiel istakhraja, das Bitten vom Herausholen. Der Elif und Sin bedeutet, Elif, Sin und Ta bedeutet immer das Bitten für etwas. Und kharaja bedeutet rausgehen. Das Bitten, um herauszugehen. Was ist istaf'ala? Ala wazn istaf'ala. Okay. Jetzt, was haben wir gesagt? Zur Gegenwart. Die Gegenwart von istakhraja ist yastakhriju. Diesen Elif, den wir hatten, ist eigentlich nur ein Buchstabe, weil der eigentliche Buchstabe Saken ist. Is, Sin, hat Sukun. Und deswegen, weil die Araber niemals mit einem Stopp anfangen, haben wir den Elif hinzugefügt. Und da wir jetzt hier ein Ja haben, wurde der gelöscht. Deswegen haben wir Yastakhriju. Ala wazn Yastaf'ilu. Jetzt zum Passiv.
Der erste wird einen Dhamma kriegen und der vorletzte ein Fetha. Und somit heißt es dann Yustakhraju. Yustaf'alu. Und dann hat den letzten Schritt, den Mim hinzufügen, ganz am Anfang, anstatt den Ja. Und dann wird es zu einem Mustakhrajun. Oder Mustakhraju. Und ala wazn Mustaf'alu. Das Herausgeholte. Oder was man herausgeholt gebittet hatte. Irgendwie so. Wie ihr im Bild seht, Al-Mustakhraj huwa Kenz. Das Herausgeholte ist ein Schatz. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles schon fertig. Und Al-Wazifa. Eine Hausaufgabe, damit wir gucken, ob ihr es verstanden habt oder nicht. Jetzt, wenn wir rechts gucken, dann haben wir ein paar Sätze. Muhammadun, ein Name. Mahbubun ist geliebt, linashatihi, wegen seiner Aktivität. Wo ist der Ism al-Maf'ul? Holt ihn heraus und eigentlich das reicht. Okay, bei dem zweiten Satz, al-Haqqu matlub, die Wahrheit ist gebittet oder gesucht. Wo ist hier Ism al-Maf'ul? Bei dem dritten, kullu mamnu'in marghub. Alles, was verboten ist, kullu, alles, was verboten ist, mamnu', marghub. Wo gibt es hier ein Ism maf'ul? Achtet genau, wo der ist. Also alles Verbotene ist geliebt oder so. Der vierte Satz, al-hadithu muttafaqun alayhi. Der Hadith, die Überlieferungskette oder die Überlieferung, muttafaqun alayhi. Ist auf ihn geeinigt. Muttafaq. Wo ist hier der Ism Maf'ul? Und der letzte Satz, Ash-Shakhsu Mahbub. Die Person ist geliebt. Oder wird geliebt. Sollte eigentlich ganz einfach sein. Jetzt hier in der Mitte haben wir drei Passivnamen. Maktub, das Geschriebene. Majnun, der verrückt gewordene. Mayus. Jetzt will ich von euch, dass ihr diese Passivnamen in die Vergangenheitsform konjugiert. Sollte eigentlich ganz einfach sein. Und die letzte Aufgabe ist Daraba, schlagen, Wa'ada, schwören oder versprechen, Walada, gebären, geboren werden. Und die sollt ihr dann eben zu Ism Mef'ul konjugieren. Somit sind wir hier fertig mit dem Unterricht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich weiß, ich bin nicht der Perfekte, aber ich gebe mein Bestes und falls ich irgendwie etwas nicht richtig erklären konnte, falls ihr irgendwie Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich schaue nach und gucke, was ich so alles machen kann. Übt fleißig, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.